Dieser Junge erinnert mich an mich selbst. Als kleines Kind war ich unbeschwert, sorglos, frei. Dann ging alles furchtbar schief. Ich wurde krank, ohne dass ich wusste, was da mit mir passierte. Nicht körperlich krank, ich war immer fit, sportlich, ich habe nie geraucht. Aber in meinem Kopf machte sich ein Nebel breit. Alles wurde immer dunkler, bis ich schließlich überlegt habe, wie kannst du dich heute umbringen? Victor hatte einst ein erstes Leben, unauffällig, aber erfolgreich. Im Job wie auch schon als Student, als Sportler und Schüler. Doch schon immer gibt es auch Merkwürdigkeiten in seinem Leben. In der Grundschule, also im Alter eines Schuljunge, habe ich immer gemeint, hier in der Klasse ist die Welt in Schwarz-Weiß. Und draußen, wo die Fahrradfahrer sind, die Autos, die Fußgänger, die Läden, dort ist die Welt in Farbe. Und das war für mich eine reine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich auch nie gefragt, würden andere das auch so erfahren? Das war für mich so klar wie das Amen in der Kirche. Und ich war auch der Meinung, ich brauche nur zu warten und dann kann ich von der Welt in Schwarz-Weiß rübergehen in die Welt von Farbe. Ja, leider Gottes hat sich herausgestellt, dass es nicht so einfach war, weil kurz danach, sprich während der Abiturzeit, habe ich angefangen zu stottern in der Klasse und auch recht plötzlich. Und ich wusste nicht, wieso. Und ich wusste auch nicht, was ich machen konnte. Und diese beiden Fragen, worauf es keine Antwort gab, da wächst Verzweiflung. Und ich war noch richtig jung insofern, dass ich nicht sofort an den Tod gedacht habe, aber sogar in diesem Alter habe ich mich schon gefragt, wie soll das denn weitergehen? Victors Eltern leben in einer Kleinstadt am Niederrhein. Ein niederländisch-deutsches Paar. Lange haben sie gezögert, ob wir sie überhaupt besuchen dürfen. Die Geschichte ihres Sohnes ist das schmerzhafteste Kapitel in ihrem Leben. Vater Ed Stout erinnert sich an Sorgen schon um den kleinen Victor und an Versuche, ihm zu helfen. Als wir in Den Haag lebten, wirkte er manchmal auch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen, wenn man sagen kann, sehr empfindlich, verletzbar und also irgendwie, was wir nicht genau wussten, was war. Dann haben wir gesagt, wir müssen hier weg. Wir wollten sowieso da irgendwann mal umziehen, aber Victor war doch ein Faktor, der dort wichtig war. Ich bin mit ihm da spazieren gegangen, da kann ich mich genau gut daran erinnern. Und er war so traurig und dann sind die Tränen ihm so im Gesicht gewesen und war auch blass. Und habe ich gesagt, ich hole dich hier raus. Ich hatte das Gefühl, dieses ewige Rasen von Autos und die ganze Atmosphäre ist nicht gut für ihn. Und da sind wir aufs Land gezogen. Erstmal scheint es dem Jungen dort besser zu gehen. Sie züchten Schafe. Victor liebt die Tiere und kommt in ihrer Nähe zur Ruhe. Doch auch auf dem Land fallen den Eltern immer wieder Verhaltensweisen ihres Sohnes auf. Manchmal hockt Victor sich hin, steckt den Kopf zwischen seine Beine und sucht die Dunkelheit. Ein Punkt, dass ich sage, hier geht es nicht gut. Eigentlich nicht. Es hat sich so im Laufe der Zeit, auch wenn er älter wird, ab und unten. Wir haben sehr viel immer gesprochen, immer viel telefoniert und so weiter. Im ganzen Umfeld haben wir eigentlich eher später bemerkt, dass vielleicht Dinge anders waren als bei anderen, dass er ein bisschen mehr zurückgezogen war, manchmal ruhig oder still in einer Ecke, aber war für uns kein Anlass zu sagen, es stimmt etwas Gravierendes nicht. Und wir müssen dort irgendwie einen Arzt zu Rate ziehen oder sonst was.
Viktor ist zwar anders als die anderen Kinder, aber an eine psychische Erkrankung denken die Eltern zu der Zeit nicht. Er hat sich sehr, sehr hohe Anforderungen gesetzt. Viel zu hoch. Der wollte alles wissen. Alles auf den Grund gehen und sich verausgaben, perfekt zu sein. Und Angst hat ihn dann auch dadurch, sag ich mal, in einer Lage versetzt, die, ich möchte nicht sagen Existenzangst, aber doch Angst zu versagen. Als er sagte, ich ziehe nach Amsterdam, hatte meine Frau große Befürchtungen, dass er diese Stadt nicht packt, dass es zu viel für ihn ist. Wir fahren mit Viktor nach Amsterdam, wo er wohnt, als sein Leben aus den Fugen gerät. Mein Problem war, dass ich wegen Angst und Panikattacke nicht mit Menschen umgehen konnte. Wenn ich dabei war, einfach alltäglich einkaufen zu gehen. Und ein Bekannter kam auf mich zu und hat gesagt, hey Viktor, wie geht's dir heute? Ich konnte nur denken, wie komme ich hier so schnell wie möglich weg? Es ist mir schon mal passiert, dass neben mir jemand saß und gefragt hat, brauchen Sie einen Arzt, weil man gesehen hat, wie ich geschwitzt habe. Dann habe ich gemeint, ich kann nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr zurück auf die Arbeit. Ich kann nicht mehr nochmal einen Tag anfangen. 10 Jahre lang lebt Viktor in diesem Viertel von Amsterdam. Ohne seine Familie, ohne Freunde. Seine Stimmungen kann er kaum noch kontrollieren. Dass man ihm vielleicht helfen könne, daran denkt er nicht. 1000 Mal bin ich hier durchgegangen, gelaufen mit meinem Fahrrad. Wenn ich zurückkam von Laufen, war das immer von daher. Und dann habe ich hier quasi so, hier war mein Finish. Und dann bin ich nochmal ein bisschen weiter gelaufen bis dahin, um ein bisschen zu cool down. Und war gerade, genau, haargenau hier habe ich gelebt. Die Nummer 23. Diese Coffeeshop war auch schon immer da. Und ich habe mal irgendwann überlegt, anstatt dass ich auf mein Fahrrad Richtung Bahnhof gefahren bin, hätte ich vielleicht besser die Straße überqueren können in den Coffeeshop rein und mal eine rauchen. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Das wäre vielleicht die bessere Art, die bessere Variante gewesen. Stattdessen geht es ihm immer schlechter. Das bleibt auch den Eltern nicht verborgen. Ich erinnere mich noch, dass ich nach Amsterdam fuhr, als er so schlecht war, dass er nicht aus dem Bett raus wollte. Und dann habe ich Stunden mit ihm gesessen, seinen Körper an mich gezogen, seinen Kopf gestreichelt, Musik gehört und ihm versucht zu trösten. Das hat ihm auch gut getan, aber da war er schon sehr weit weg. Aber wenn ich dann dieses Bild sehe, das war 3 Monate vor seinem Suizid, da sieht man nichts an ihm. Er sieht strahlend, blendend, selbstbewusst aus, aber in zijn Herz hat es dann doch nicht so geklappt. Auf diese Tag habe ich ihn noch morgens 10 angerufen. Leider hat er das Telefon nicht angenommen. Er sagte noch, ich habe de zin doorwaars, aber ich war schon von dieser Welt weg. Es ist der 12. November 1999. Ich weiß schon noch, dass ich die Tür zugemacht habe und wusste, jetzt mache ich die Tür zum letzten Mal zu. Ich bin auch nochmal schwimmen gegangen morgens. Und am Nachmittag bin ich hierher gefahren. Es wird so um die 2-3 Uhr gewesen sein. Bin dann hier mit der Treppe bin ich hochgelaufen und das war auch das letzte Mal im Leben, dass ich Treppen gelaufen bin. Ja, weil danach nicht mehr. Das habe ich mir dann, das überlege ich mir jetzt gerade erst, aber ja. So, ob nach oben. Und dann bin ich in diese Richtung gelaufen. Der Zug kam noch immer von dieser Richtung. Und auch weil es an einem Freitagnachmittag war und relativ viele Leute hier gewartet haben auf den Zug. In diese Richtung. So, ich habe gemeint, ich gehe dorthin, wo es weniger Leute gibt. Sprich, am Rand vom Platz. Können wir noch mal zu der Stelle hingehen? Ja, ich kann es dir zeigen. Von diesem Bahnsteig fährt Viktor jeden Morgen zum Job.
Doch an diesem Freitag im November gibt Viktor auf. So lange habe ich gekämpft, bis ich gespürt habe, es gab überhaupt keine einzige Hoffnungsschimmer mehr für mich. So weit war ich, dass ich gemeint habe, sogar atmen ist zu viel. Es war genau der gleiche Zug, der jetzt hierher kommt. Du siehst da, das ist ein Zug, der fährt hier jetzt durch mit relativ hohen Geschwindigkeiten. Ich habe mich nach vorne fallen lassen. Ich bin auch nicht getaucht, so wie manche Leute denken. Ich bin auch nicht gesprungen. Ich habe mich einfach nach vorne fallen lassen. Lag dann also über die Schienen, wirklich über den Gleis. Wird mich schon, das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich es überstanden habe, zusammengezogen habe, habe den Zug dann gesehen, habe laut geschrien, das weiß ich noch, und dann gedacht, der Zug, ja, das passiert alles in, es sind nur Sekunden. Du riechst diese Feuerrost, die diese Bremsbeläge, ein Schmerz. Kannst dich auch nicht mehr bewegen. Du bist im Schock, schon mal von der Erfahrung an sich. Und dazu noch, dass du noch lebst. Weiß nicht, was zu tun. Alles schmerzt. Alles macht total Schockeffekt. Der Zug bremst. 10 Sekunden später ist alles ruhig. Und ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei. Dieser Bahnhof gehört nicht zu dem Dienstgebiet von Polizist Henry Hendricks. Doch an Viktors Selbstmordtag fährt er mit seinem Kollegen zufällig in der Nähe Streife. Sie hören den Notruf des Lokführers und sind die Ersten am Einsatzort. Ich kam nach oben auf den Bahnsteig und habe dort einen Zug stillstehen sehen. Ungefähr 40 bis 50 Meter dahinter sah ich jemanden auf den Gleisen liegen unter einem weißen Laken. Und ein weißes Laken legen sie über jemanden, der tot ist. Aber ich dachte, ich muss doch kurz schauen, ob ich etwas tun oder helfen kann. Ich bin hingelaufen und ich meinte, etwas gehört zu haben. Und dann sah ich, wie sich jemand unter dem Laken bewegte. Da war klar, der lebt noch, dieser Mann ist nicht tot. Ich bin auf die Gleise gesprungen und habe das Laken weggenommen. Ich habe dann meinen Kollegen um den Riemen von seinem Gummiknüppel gebeten, denn die Beine des Mannes waren ja durch den Zug abgetrennt und ich wollte seine Beine abbinden, um die Blutung zu stillen. Viktor hat sehr viel Blut verloren. Die Ärzte wissen nicht, ob er überleben wird. Sie informieren seine Eltern. Wo wir dann den Anruf aus Amsterdam bekamen, da habe ich meinen Magen entleert hier auf der Auffahrt. Alles rausgeworfen, bis nur die Magensäure nach oben gekrochen sind. Auch nicht mehr reingegangen, ein Glas Wasser trinken. Das ging nicht mehr. Wir waren gelähmt, wir waren kaputt. Dann setzen wir uns im Auto, wir fahren dorthin in der Dunkelheit, wir sprechen kein Wort. Wir kommen da. Und dann lag er auf der Intensivstation, Schläuche überall. Tagebucheintrag 5. März 2000. Ich höre eine Stimme. Langsam öffne ich die Augen. Alles um mich her ist verschwommen. Die Augen fallen mir zu. Als ich sie wieder öffne, ist da die Stimme meiner Mutter. Wir sind hier, Papa und ich. Dann sehe ich jemanden hinter ihr stehen. Es dauert etwas, ehe ich in der Person meinen Vater erkenne. Ich kann das im Grunde nicht umschreiben, das ist so grausam. Aber dann haben die Ärzte mir gesagt, er weiß noch nicht, dass er keine Beine hat. Dann habe ich erst unter die Decke selbst geguckt, weil das ist natürlich, ja. Und dann habe ich ihn mit seiner Hand Vorsicht festgenommen und gesagt, Viktor, du hast keine Beine mehr.
Dann habe ich ihn nur so vorsichtig in die Arme genommen. Und dann war er wieder weg, weil er hat natürlich sehr viel, wie heißt das, Morphine oder er war nicht ganz. Aber das war ein Moment, vergesse ich niemals. Da kann man wirklich, nachts kommen die Bilder wieder oben. Ja, grausamer geht nicht. Meine Mutter nimmt meine Hand und sagt, ich muss dir sagen, lieber, der Zug ist über deine Beine gefahren. Und sie sind weg. Ich bin schockiert, völlig überrumpelt von der Vorstellung, keine Beine mehr zu haben. Ich weine. Ich bin angekommen bei dem Kapitel 0 meines Lebens. Was ich bei Victor wel hat, ich was, Victor hat überlebt. Dadurch ist das auch für mich eine besondere Erfahrung. Ich bin direkt am nächsten Tag zu ihm ins Krankenhaus gegangen, weil ich wissen wollte, wie es ihm geht. Dort habe ich auch seine Eltern getroffen und alles wurde dadurch gleich noch ein bisschen persönlicher. Ich hatte den Eindruck, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Also fühlte ich mich beruhigt. Der Polizist, der als erster bei dir war, ist hier, sagt meine Mutter. Du kannst jetzt nicht sprechen, weil du einen Schlauch im Mund hast. Meine Mutter gibt mir einen Schreibblock und einen Stift. Ich nehme den Stift in die linke Hand und sie hält den Schreibblock fest. Ich schreibe, es tut mir leid. Lesen Sie das eines schönen Tages, Victor. Sieben Wochen liegt Victor in der Klinik, bis er körperlich stabil ist. Als er aus der Klinik entlassen wird, nehmen ihn seine Eltern mit zu sich nach Hause und pflegen ihn. Und zu der Zeit, dass Victor da war, also hier war, 3 Monate, dann hat diese Musik uns auch... Victor aber will nicht leben. Victor will sterben. Und er flüstert dir ins Ohr, Papa, hilf mir. Ich will nicht mehr leben. Papa, du bist mein Vater, ich liebe dich. Du liebst mich auch. Das ist jetzt deine Aufgabe. Du musst dafür sorgen, dass ich das jetzt nicht weiter durchstehen muss. Und dann habe ich, tust du es bitte für mich? Da habe ich gesagt, ja, ich tue es für dich, unter Tränen. Du kennst doch Leute, er hat ja, also in der Sportschule finden wir vielleicht jemand oder sonst was. Bitte tu es, versprich es mir. Und da musste ich ihn belügen, ja, ganz klar. Der Vater verspricht seinem Sohn, ihm beim Sterben zu helfen. Und weiß doch, dass er dieses Versprechen nicht halten kann. Irgendwann ist das auch Victor klar. Er sucht nach einem Sterbehelfer, einem Professionellen. Nach jemandem, der ihm tödliche Tabletten besorgt. In Holland ist das möglich. Schließlich wird er im Internet fündig. Wim war der Einzige, der ernsthaft reagiert hat. Du bist auch, je bent ook de enige die ik überhaupt ontmoet heb destijds. Dat was absoluut keine, es gab keine andere Kandidaten. So, alle meine Hoffnung war auf ihm. Und anstatt dass er mir sofort etwas verkaufen wollte oder so etwas ähnliches, so, das spricht sehr für ihn natürlich. Hat er gesagt, ich möchte dich zuerst noch mal ein paar Mal begegnen. Einfach mal schauen und so weiter und so weiter. Und dann, wie gesagt, hat er im Endeffekt gemeint, nee, das kriege ich einfach nicht hin. So was ist es, ja? Ja, es war für mich eine neue Erfahrung. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Na ja, die Erfahrung hat dazu geleitet, dass ich es nicht konnte. Auch wenn ich anderen beim Sterben geholfen habe, bei Victor spürte ich noch Lebenswillen. Da habe ich ihm gesagt, das ist nicht dein Weg. Mach eine Therapie. Das ist der Deal? Ja. Wie wären Sie denn an die Pillen rangekommen? Ich konnte die kaufen. Zu der Zeit konnte man viele Pillen kaufen. Man konnte alles kaufen in Amsterdam. Und wenn du dich auskennst, dann weißt du auch, wo du die Pillen kriegen kannst. Dann weißt du, wo ich die kaufen kann, ja.
Und jetzt hier heute neben Viktor zu sitzen, was bedeutet Ihnen das? Ja, das ist Glück. Nach so vielen Jahren. Ich finde es toll. Ja, ich finde es sehr leuk. Sogar Ort und Uhrzeit für Viktors Tod hatten die beiden schon vereinbart. Und dann wird aus Wim dem Sterbehelfer, Wim der Lebensretter. Er schafft, dass bei Viktor ein Umdenken stattfindet. Ist das Weiterleben doch möglich? Nachdem er und Wim sich getroffen haben, unternimmt Viktor jedenfalls keinen Suizidversuch mehr. Er fängt nochmal an zu kämpfen. Diesmal mit Hilfe. Es folgen Jahre therapeutischer Behandlung, Gespräche, Auf und Abs und irgendwann dann die Diagnose, das sogenannte Borderline-Syndrom, eine depressive Persönlichkeitsstörung. Jetzt wird Viktor klar, die Krankheit sorgt für seine Angstattacken, die Schweißausbrüche, seine Sozialphobie. Die Krankheit macht es ihm unmöglich, Bindungen einzugehen. Die Krankheit aber kann behandelt werden. Am 20. September 2005, 6 Jahre nach seinem Selbstmordversuch, beginnt Viktors zweites Leben. Er bekommt endlich die Medikamente, die ihm helfen, zu überleben. Die Wende in seinem Leben sorgt auch dafür, dass er beginnt, mit seinen Erlebnissen offen umzugehen. Wenn Menschen nach seinen Beinen fragten, erzählte er früher eine erfundene Geschichte von einem Motorradunfall. Heute spricht er offen von Krankheit und Verzweiflung. Dadurch ist er als Fachmann gefragt. Svea Seeler, eine Medizinstudentin aus Gießen, hat ihn eingeladen. Wir lernen die Fakten, wir lernen, wie viele Menschen sich probieren, das Leben zu lernen, zu nehmen. Wir lernen halt viel über Antidepressiva, aber letztendlich jemanden wirklich kennenzulernen, der unter dieser Krankheit leidet und der uns wirklich von seiner Lebensgeschichte erzählt und wirklich auch was hinterlässt in uns. Davon lernen wir einfach nichts im Studium. Genau, damit gebe ich erstmal das Wort an Viktor. Ich bin hier, um eine Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, dass es damit für Leute, die in eine ähnliche Situation sind, wie ich damals war, etwas einfacher wird, etwas leichter vielleicht, über deren ihre Probleme zu reden. Wie ist die Depression bei mir entstanden? Ja, ich war in der Grundschule, die Lehrerin hat gesagt, Viktor Staudt, oh, guter Schüler, gute Note. Ich habe nur eine Frage, kann er auch lachen? Und ich fand es eine sehr komische Frage, weil ich war mir gar nicht bewusst, ich würde nicht lachen. Ja? Natürlich habe ich gelacht, nicht vielleicht immer in der Schule, vielleicht war ich einfach ernsthaft bei der Sache, seriös, wollte ich gute Note haben. Ja? Oder vielleicht hatte ich eine Art Leistungsangst, eine Angst zu versagen, ja? Eine Angst, die mich quasi verbot zu lachen oder Spaß zu haben während der Schulzeit. Die Studenten lassen ihn so schnell nicht weg. In der Kneipe wird er belagert. Das geht ihm in letzter Zeit oft so. Menschen, die selbst Suizidgedanken haben oder Angehörige, wollen seinen Rat. Ich bin natürlich überfordert. Es gibt schon einige Sachen, die ich mittlerweile weiß, worüber ich auch etwas erzählen kann. Aber die Erwartung, die werde ich natürlich nie gerecht. Ich habe keine Lösung für die Probleme. Und auch seine eigenen Probleme sind nicht völlig verschwunden. Die Schatten auf der Seele noch da, wenn auch kleiner geworden. Und deswegen ist Viktor nicht mehr oft in Amsterdam. Aber wenn er hier ist, trifft er Henry, den Polizisten. Der hatte ihn eines Tages angerufen, wegen des Zettels aus dem Krankenhaus. Ich bewahre ab und zu Dinge von meiner Arbeit auf. Also habe ich auch den Zettel als Erinnerung mit nach Hause genommen und nach langer Zeit beim Aufräumen wiedergefunden. Ich habe dann Viktor übers Internet kontaktiert. Da steht da vollendig, het spijt me, lees dit op een mooie dag. Es ist natürlich, man muss sich überlegen, schwer unter Schmerzmittel, ja. Ich schreibe mit rechts, rechter Arm war gebrochen, so mit links, ja. Und okay, aber auf jeden Fall, ich erkenne die Wörter. Viktors Worte, es tut mir leid, lesen Sie das eines schönen Tages. Geschrieben am Tag nach seinem gescheiterten Suizid.
und Zeugnis einer besonderen Verbundenheit. Der Selbstmörder und sein Retter. Ist das für dich, wenn du Henry triffst, auch so ein Stück Wiedergutmachung? Wenn ich das sagen würde, dann würde es bedeuten, okay, und damit kann ich das ausgleichen oder so, diese Chaos, den ich verursacht habe. Nein, auf keinen Fall. Also das kann ich gar nicht ausgleichen. Ja, wenn ich das höre, dann möchte ich am liebsten unter den Tisch kriechen von lauter Schauen und denke, oh mein Gott, Victor. Tagebucheintrag, 12. November 2006. In diesem Moment vor meinem Selbstmord habe ich nicht an den Lokführer gedacht oder an die Reisenden im Zug oder an die Polizisten, die mich zerfetzt am Boden liegen sehen würden. Es gab nur noch Düsternis. Der hat mich wörtlich gerettet, ja, wörtlich gerettet, ich meine, letterlich gerettet, in Nederlands gesagt. Ja, ja. Schon dankbar? Ja, natürlich, ansonsten würde ich auch nicht hier sein, natürlich. Ja, ja, ich tue mir auch immer ein bisschen schwierig mit Emotionen diesbezüglich. Aber natürlich, klar, wir sitzen hier, wenn er nicht da gewesen wäre, wäre ich nicht hier gewesen, ja. Ja, so ist es halt einfach. Habe ich gern gemacht. Ja, 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 das so. Zum Abschluss unseres Amsterdam-Aufenthalts bittet uns Victor, noch einmal bei seiner alten Wohnung vorbeizufahren. Und dann läuft ihm zufällig der neue Mieter seiner damaligen Wohnung über den Weg. Er wohnt hier mit seiner Freundin und seinem Hund. Er liebe diese Wohnung, sagt er, und lädt Victor ein, sich alles anzuschauen. Ja, nee, bovendien, ich kann doch nicht nach binnen, aber es ist eventjes, dass ich denke, von ja, nee, das ist komplett veranderlich. Aber es gibt keinen Fahrstuhl. Nach oben führt nur eine enge Wendeltreppe. Heel viel Success. Danke, danke. Ja, ich glaube, es ist okay. Jetzt habe ich gesehen, wie er dort wohnt. Es ist okay. Jetzt fühle ich mich auch besser. Jetzt hat es ein Gesicht irgendwie. Jetzt denke ich, ja, jetzt kann ich das so lassen. Als ob ich etwas daran ändern hätten können, aber es fühlt sich so an. Es ist okay, es ist okay. Ja, neue Leute. Und ja, nee, ist okay. Gut. 10 Jahre hat er in Amsterdam gelebt. Die schlimmste Zeit seines Lebens. Heute wohnt Victor in Italien, in Bologna. Hier lebt er sein zweites Leben. Als ich 4 oder 5 Jahre alt war, dann bin ich mit meinen Eltern zweimal hintereinander in Sommerurlaub nach Cattolica gefahren. Italien, an der Küste. Und was ich mich besonders davon erinnern kann, dass die Leute immer so nett waren zu mir. Die haben mich ja angefasst, gekuschelt, umarmt. Ich glaube, es hat mit dieser Erinnerung zu tun. Die hat mich damals als Kind dermaßen beeindruckt, dass ich gemeint habe, ja, in Italien, da ist etwas. Und jetzt bin ich hier. Und hier trifft sich Victor mit anderen Menschen. Ab und zu. Die habe ich kennengelernt im Schwimmbad. Die sind schon längere Zeit zusammen. Die war früher mal in einem Schwimmverein. Und haben dann irgendwie gesagt, hey Victor, hast du mal Lust mit uns etwas essen zu gehen? Und habe ich gesagt, ja, das können wir mal versuchen. Früher wäre das unmöglich gewesen übrigens. Jetzt, seitdem ich diese Angst- und Panikattacke unter Kontrolle habe, kann ich also locker sagen, ja, ich gehe mal etwas essen. Das ist für die meisten Leute eine völlige Selbstverständlichkeit, für mich aber ganz, ganz gravierend Unterschied im Vergleich zu früher. Ich kann heute mitmachen. Ich kann einfach ein normales Leben führen. Hätte ich das damals gekönnt, hätte ich keine Sekunde mich überlegt, vor einen Zug zu schmeißen. Und das führt wieder dazu, dass ich immer sage, im Endeffekt wollte ich mir gar nicht das Leben nehmen, ich wollte ein anderes Leben. Für ihn ist es noch nicht mal eine zweite Chance, ist ja neu geboren. Ist ein total neues Leben. Wozu ich sagen muss, es gibt auch Phasen, wo er sagt, Papa, was soll ich eigentlich noch? Ich habe keine Beziehung.
bin alleine, keine Beine, sitze im Rollstuhl, aber nur wenige Momente. Und dann sagen wir im Effekt, du bist nicht alleine. Viktors Depression ist nicht heilbar. Sein Leben ist mit Hilfe der Medikamente zwar deutlich besser, aber nicht immer gut. Ich kann keinem zumuten, mit mir zusammenzuleben. Ja, vielleicht ist auch etwas daran. Vielleicht ist auch etwas daran. Ich habe natürlich einiges erlebt, ja, in der Vergangenheit. Ich bin meine Beine verloren und da ist schon eine ganze Geschichte. Ich kann das für mich, sage ich jetzt mal, kontrollieren. Ich kann die Depression kontrollieren. Ich kann funktionieren. Aber vielleicht bin ich noch nicht so weit geheilt, sage ich jetzt einfach mal so, dass ich mich auch öffnen könnte, jemand anders gegenüber, um tatsächlich zusammenzuleben oder zusammen zu sein, auf welche Art und Weise auch. Na, vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht ist das etwas, was ich auch nie heilen kann bei mir. Und vielleicht muss ich das dann irgendwann mal akzeptieren. Was ihm hilft, sind seine Aufzeichnungen. Er schreibt fast täglich in sein Tagebuch. Und daraus ist in den letzten Jahren ein Buch entstanden. Die Geschichte meines Selbstmordes und wie ich das Leben wiederfand. Als Robert Enke sich umgebracht hat und er hat es gemacht auf genau die gleiche Art und Weise wie ich, habe ich gedacht, ich glaube, ich soll meine Geschichte tatsächlich mal aufschreiben. Wegen der Diskussion ist Selbstmord egoistisch, hat er an den Lokführer gedacht, an seine Familie. Alle Fragen, worauf ich etwas ja, sagen wollte, vielleicht sogar etwas sagen sollte. Und konnte ich vielleicht auf diese Art und Weise etwas wegnehmen von dem Tabu, Depressionen und Suizidgedanken. Ich habe verdammt viele Rückmeldungen erhalten. Ja? Und nicht nur von Betroffenen, sondern auch von Hinterbliebenen. Also Leute, die einen Partner, einen Freund oder ein Kind verloren haben an Suizid. Und die also Fragen haben, Fragen, worauf sie keine Antwort finden. Und wenn sie mit mir reden können, oder sag, wenn ich erzählen kann von meiner Erfahrung aus, wie es mir damals gegangen ist, wieso ich mich damals entschieden habe dazu, das scheint also eine bestimmte Antwort zu sein, auch für diese Leute. Und auch Allah aus Belgien schreibt ihm eine Mail. Mit seinem Buch habe ihm Viktor das Leben gerettet. Viktor will Allah kennenlernen und lädt uns ein, das Treffen zu begleiten. Hey, das wusste ich gar nicht. Nee, ich wusste es auch nicht bis gestern. Hey, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hey, schön, dich kennenzulernen. Zuerst Entschuldigung, dass wir etwas verspätet sind. Ja. Viktor und Alain treffen sich in einer belgischen Kleinstadt. Die Situation ist eine besondere. Normalerweise trifft Viktor die Menschen nicht, die ihm schreiben. Aber irgendetwas an Alains Mail war so, dass Viktor um ein Treffen bat. Das ist gut so, das ist super. Okay. Freut mich total. Wollen wir irgendwo hingehen? Ja. Das ist eigentlich Glück, dass ich noch lebe. Ja. Das war jetzt hier im September, vor kurzem noch. Ja. Jetzt bin ich froh, dass ich hier sitze. Also letztendlich bin ich heilfroh, dass ich hier sitzen darf. Ja. Also es ist, das schreibt er Viktors Buch zu. Beim Lesen hatte Allah den Eindruck, er und Viktor, das sei die gleiche Geschichte. Man fühlt sich elendig, man will nicht mehr auf dieser Welt sein, man will dem Ganzen ein Ende bereiten. Und im Laufe dieses vom Lesen des Buches, er hat es ja geschrieben, er hat ja überlebt, da muss ja irgendwas kommen, wo es heißt, es lohnt sich. Und das kam am Ende auch. Er hat es geschafft, er hat aus seiner unglücklichen Lage noch immer das Beste gemacht. Und das hat mir dann schon Hoffnung gegeben, so ein Motto, ja, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Selbstaggression, ja, das gab es auch. Ich bin mit meiner Freundin nicht sehr schön umgegangen, also ich habe sie auch beschimpft, teilweise auch im Suff. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Das ist jetzt vergangen und ich muss dazu sagen, es gibt nur eine wichtige Sache in meinem Leben und das ist die Frau an meiner Seite.
Also ich glaube, 99 von 100 Frauen hätten mich schon lange verlassen, aber die Frau, die hat eine Geduld. Als du sie kennengelernt hast, ja. Hast du ihr dann erzählt, dass es dir ab und zu, sage ich jetzt mal, nicht so toll geht? Nee, genau, richtig, nee. Das habe ich auch gedacht. Das würde ich nämlich auch nicht machen. Nee. Und genau das ist laut Viktor das größte Problem. Auch er hat noch heute große Schwierigkeiten, selbst mit Menschen, die ihm nahe sind, offen über seine Ängste zu sprechen. Alla kennt das. Vielleicht verstehen sich die beiden deswegen auf Anhieb so gut. Okay, wunderbar, gerne, danke, danke. Es war eine super Erfahrung. Da ist, glaube ich, auch in relativ kurzer Zeit eine neue enge Freundschaft gewachsen. Und das passiert eigentlich selten im Leben. So, von daher denke ich, bin ich da sehr glücklich. Kann ich mal richtig sagen, dass ich jetzt glücklich bin nach dieser Begegnung? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Glücklich. Ist das schön. Ja. Und er braucht diese Momente des Glücks. Denn er hat täglich nicht nur mit den Auswirkungen seiner Erkrankung zu kämpfen, sondern auch mit den Folgen seines Suizidversuches. Morgens gibt es etwa 10 Minuten, wo ich mich dehne, damit auch die Gesäßmuskulatur trainiert wird, damit ich auch sitzen bleiben kann tagsüber, ohne dass es anfängt zu schmerzen. Ich sitze natürlich den ganzen Tag in 90-Grad-Haltung. Ich kann nicht zwischendurch mal aufstehen, kurz so wie Leute mit Beinen das machen. Die Phantomschmerzen, das ist wieder etwas anders. Die habe ich in meine Füße, also in den Teilen, die nicht mehr da sind, in meine Waden und meine Füße. Es fühlt sich an, als würde ich Schuhe tragen, die zwei Größen zu klein sind und die kann ich nicht ausziehen. Das ist dauernd. Das ist also wirklich 24 Stunden am Tag. Das Bild heißt, ich auf der Suche im Dunkel. Diese Angst ist mir nicht unbekannt, sag mal so. Ich sehe mich nicht persönlich, ich meine, ich bin nicht der Junge auf diesem Bild, aber die Emotionen, die erkenne ich sehr wohl. Jeden Tag schluckt Viktor sein Antidepressivum und das wird bis zu seinem Lebensende so bleiben. Nach 5 Jahren habe ich gemeint, okay, jetzt verstehe ich, wie diese, sprich Gelassenheit sich anfühlt. Jetzt kann ich das auch selber erreichen. Und dann habe ich die Medikamente abgebaut über kürzere Zeit und habe dann anschließend verstanden, dass die Attacke und die Angstzustände und die Panik wieder zurückkommt. Und ich habe mich natürlich gewundert, weil wie kann das sein? Ich weiß doch, wie es jetzt funktionieren kann. Anscheinend ist der Körper nicht in der Lage, diese Gelassenheit selber zu konstruieren. Der kann das nicht selber schaffen. Dafür braucht man ein Medikament. Zu akzeptieren, dass Gelassenheit nur mit Hilfe von Medikamenten entsteht, ist eine lebenslange Herausforderung für ihn. Sein körperliches Handicap dagegen hat er gelernt zu akzeptieren. Viktor, du kommst mit dem Rollstuhl gut zurecht, aber warum trägst du eigentlich keine Prothesen? Das ist eine gute Frage. Es ist so, als ich damals aufgewacht bin im Krankenhaus, dann war die Situation so, wie sie jetzt ist. Und wie du jetzt siehst, gibt es hier eine Stelle an diesem Knochen, wo die Haut sehr dünn ist. Ja? Es ist zugewachsen, es ist auch schon seit über 15 Jahren zu. Aber damit ich erfolgreich Prothesen tragen könnte, müsste das nochmal nachamputiert werden. Ja? Und das war für mich ein Grund zu sagen, okay, nach Amputation kommt überhaupt nicht in Frage. Der Rollstuhl ist mittlerweile mein bester Freund, mit wem ich schon die halbe Welt gesehen habe. Und die andere Hälfte werden wir uns auch noch anschauen. Die Geschichte seines Selbstmords ist inzwischen Viktors Beruf. Selbst Polizisten interessieren sich für seine Erfahrungen. Da ist das ganz wichtig für uns, was wir heute kennenlernen. Wie können wir reagieren? Sind das nur Hilferufe von den Leuten? Wollen die nur Gespräche haben oder bringen die sich wirklich um? Also damit haben wir fast täglich zu tun, fast die Woche 2-3 Stück, die sich das Leben nehmen wollen. Was mich als Polizeibeamter noch interessiert, ist die Frage, macht man sich als Suizidant vorher Gedanken um das Aussehen? Wie sieht es an der Unfallstelle anschließend aus? Was erleben die Hilfsdienste, Rettungsdienste oder selbst der Lokführer in diesem Fall?
Wenn jemand sich entscheidet, sich das Leben zu nehmen, dann geht da, glaube ich, schon eine Zeit vorab, wo man sich, sag mal, trennt von allem, was ihm wichtig ist in diesem Leben. Und an dem bestimmten Punkt ist der Zug nur noch Mittel zum Zweck. Ist das eine Rechtfertigung? Nein. Macht es damit das ganze Verfahren weniger egoistisch? Nein. Aber ist es vielleicht eine Erklärung? Ja. Hätte ich noch denken können, das sind Menschen, die unter deinem Selbstmord leiden werden, dann hätte ich diesen Schritt sicher nicht gemacht. Sie haben gesagt, in der Grundschule war das immer so das schwarz-weiße Leben und das bunte Leben. Haben Sie jetzt Ihr buntes Leben gefunden? Das ist jetzt ganz gemein, weil wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann, oh Gott, was macht der Mann jetzt sonst? Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann ist alles gut auf einmal. Ich bin, glaube ich, richtig auf dem Weg. Ja, und ich glaube, ich bin näher an die Welt in Farbe rein, auf jeden Fall dran, anstatt die Welt in Schwarz-Weiß. Ja, ich kann es dir zeigen. Von diesem Bahnsteig fährt Viktor jeden Morgen zum Job. Doch an diesem Freitag im November gibt Viktor auf. So lange habe ich gekämpft, bis ich gespürt habe, es gab überhaupt keine einzige Hoffnungsschimmer mehr für mich. So weit war ich, dass ich gemeint habe, sogar atmen ist zu viel. Es war genau der gleiche Zug, der jetzt hierher kommt. Du siehst da, das ist ein Zug, der fährt hier jetzt durch mit relativ hohen Geschwindigkeiten. Ich habe mich nach vorne fallen lassen. Ich bin auch nicht getaucht, so wie manche Leute denken. Ich bin auch nicht gesprungen. Ich habe mich einfach nach vorne fallen lassen. Lag dann also über die Schienen, wirklich über den Gleis. Wird mich schon, das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich es überstanden habe, zusammengezogen habe, habe den Zug dann gesehen, habe laut geschrien, das weiß ich noch, und dann gedacht, der Zug, ja, das passiert alles in, es sind nur Sekunden. Du riechst diese Feuerrost, die diese Bremsbeläge, ein Schmerz. Kannst dich auch nicht mehr bewegen. Du bist im Schock, schon mal von der Erfahrung an sich. Und dazu noch, dass du noch lebst. Weiß nicht, was zu tun. Alles schmerzt. Alles macht total Schockeffekt. Der Zug bremst. 10 Sekunden später ist alles ruhig. Und ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei. Dieser Bahnhof gehört nicht zu dem Dienstgebiet von Polizist Henry Hendricks. Doch an Viktors Selbstmordtag fährt er mit... Beide Fragen, worauf es keine Antwort gab, da wächst Verzweiflung. Und ich war noch richtig jung insofern, dass ich nicht sofort an den Tod gedacht habe, aber sogar in diesem Alter habe ich mich schon gefragt, wie soll das denn weitergehen? Viktors Eltern leben in einer Kleinstadt am Niederrhein. Ein niederländisch-deutsches Paar. Lange haben sie gezögert, ob wir sie überhaupt besuchen dürfen. Die Geschichte ihres Sohnes ist das schmerzhafteste Kapitel in ihrem Leben. Vater Ed Stout erinnert sich an Sorgen schon um den kleinen Viktor und an Versuche, ihm zu helfen. Als wir in Den Haag lebten, wirkte er manchmal auch ein bisschen angeschlagen. Ein bisschen, wenn man sagen kann, sehr empfindlich, verletzbar und also irgendwie, was wir nicht genau wussten, was war. Dann haben wir gesagt, wir müssen hier weg. Wir wollten sowieso da irgendwann mal umziehen, aber Viktor war doch ein Faktor, der dort wichtig war. Ich bin mit ihm da spazieren gegangen, da kann ich mich genau gut daran erinnern. Und er war so traurig und dann sind die Tränen ihm so im Gesicht gewesen und war auch blass.
Und habe ich gesagt, ich hole dich hier raus. Ich hatte das Gefühl, dieses ewige Rasen von Autos und die ganze Atmosphäre ist nicht gut für ihn. Und da sind wir aufs Land gezogen. Erstmal scheint es dem Jungen dort besser zu gehen. Sie züchten Schafe. Viktor liebt die Tiere und kommt in ihrer Nähe zur Ruhe. Doch auch auf dem Land fallen den Eltern immer wieder Verhaltensweisen ihres Sohnes auf. Manchmal hockt Viktor sich hin, steckt den Kopf zwischen seine Beine und sucht die Dunkelheit. Ein Punkt, dass ich sage, hier geht es nicht gut. Eigentlich nicht. Es hat sich so im Laufe der Zeit, auch wenn er älter wird, ab und unten. Wir haben sehr viel immer gesprochen, immer viel telefoniert und so weiter. Im ganzen Umfeld haben wir eigentlich eher später bemerkt, dass vielleicht Dinge anders waren als bei anderen, dass er ein bisschen mehr zurückgezogen war, manchmal ruhig oder still in einer Ecke, aber war für uns kein Anlass zu sagen, es stimmt etwas Gravierendes nicht und wir müssen dort irgendwie einen Arzt zur Rate ziehen oder sonst was. Viktor ist zwar anders als die anderen Kinder, aber an eine psychische Erkrankung denken die Eltern zu der Zeit nicht. Er hat sich sehr, sehr hohe Anforderungen gesetzt, viel zu hoch. Der wollte alles wissen, alles auf den Grund gehen und sich verausgaben, perfekt zu sein. Und Angst hat ihn dann auch dadurch, sage ich mal, in eine Lage versetzt, die, ich möchte nicht sagen Existenzangst, aber doch Angst zu versagen. Als er sagte, ich ziehe nach Amsterdam, hatte meine Frau große Befürchtungen, dass er diese Stadt nicht packt, dass es zu viel für ihn ist. Wir fahren mit Viktor nach Amsterdam, wo er wohnt, als sein Leben aus den Fugen gerät. Mein Problem war, dass ich wegen Angst und Panikattacke nicht mit Menschen umgehen konnte. Wenn ich dabei war, einfach alltäglich einkaufen zu gehen. Und ein Bekannter kam auf mich zu und hat gesagt, hey Viktor, wie geht's dir heute? Ich konnte nur denken, wie komme ich hier so schnell wie möglich weg? Es ist mir schon mal passiert, dass neben mir jemand saß und gefragt hat, brauchen Sie einen Arzt, weil man gesehen hat, wie ich geschwitzt habe. Dann habe ich gemeint, ich kann nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr zurück auf die Arbeit. Ich kann nicht mehr noch mal einen Tag anfangen. 10 Jahre lang lebt Viktor in diesem Viertel von Amsterdam. Ohne seine Familie, ohne Freunde. Seine Stimmungen kann er kaum noch kontrollieren. Dass man ihm vielleicht helfen könne, daran denkt er nicht. 1000 Mal bin ich hier durchgegangen, gelaufen mit meinem Fahrrad. Wenn ich zurückkam von Laufen, war das immer von daher. Und da habe ich hier quasi so, hier war mein Finish. Und dann bin ich nochmal ein bisschen weiter gelaufen bis dahin, um ein bisschen zu cool down. Und war gerade, genau, haargenau hier habe ich gelebt. Die Nummer 23. Dieser Coffeeshop war auch schon immer da und ich habe mal irgendwann überlegt, anstatt dass ich auf mein Fahrrad Richtung Bahnhof gefahren bin, hätte ich vielleicht besser die Straße überqueren können in den Coffeeshop rein, mal eine rauchen. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Das wäre vielleicht die bessere Variante gewesen. Stattdessen geht es ihm immer schlechter. Das bleibt auch den Eltern nicht verborgen. Ich erinnere mich noch, dass ich nach Amsterdam fuhr, als er so schlecht war, dass er nicht aus dem Bett raus wollte. Und dann habe ich Stunden mit ihm gesessen, seinen Körper an mich gezogen, seinen Kopf gestreichelt, Musik gehört und ihm versucht zu trösten. Das hat ihm auch gut getan, aber da war er schon sehr weit weg. Aber wenn ich dann dieses Bild sehe, das war 3 Monate vor seinem Suizid, da sieht man nichts an ihm. Er sieht strahlend, blendend, selbstbewusst aus, aber in sein Herz hat es dann doch nicht so geklappt. Auf diese Tag habe ich ihm noch morgens um 10 angerufen. Leider hat er das Telefon nicht angenommen. Er sagte nachher, ich habe gesehen, du warst, aber ich war schon
von dieser Welt weg. Es ist der 12. November 1999. Ich weiß schon noch, dass ich die Tür zugemacht habe und wusste, jetzt mache ich die Tür zum letzten Mal zu. Ich bin auch noch mal schwimmen gegangen morgens. Und am Nachmittag bin ich hierher gefahren. Es wird so um die 2, 3 Uhr gewesen sein. Bin dann hier mit der Treppe bin ich hochgelaufen. Und das war auch das letzte Mal im Leben, dass ich Treppen gelaufen bin. Ja, weil danach nicht mehr. Das habe ich mir dann, das überlege ich mir jetzt gerade erst, aber ja. So, ob nach oben. Und dann bin ich in diese Richtung gelaufen. Der Zug kommt noch immer von dieser Richtung. Und auch weil es an einem Freitagnachmittag war und relativ viele Leute hier gewartet haben auf den Zug in diese Richtung. So, ich habe gemeint, ich gehe dorthin, wo es weniger Leute gibt. Sprich, am Rand vom Platz. Können wir nochmal zu der Stelle hin? Dieser Junge erinnert mich an mich selbst. Als kleines Kind war ich unbeschwert, sorglos, frei. Dann ging alles furchtbar schief. Ich wurde krank, ohne dass ich wusste, was da mit mir passierte. Nicht körperlich krank, ich war immer fit, sportlich, ich habe nie geraucht. Aber in meinem Kopf machte sich ein Nebel breit. Alles wurde immer dunkler, bis ich schließlich überlegt habe, wie kannst du dich heute umbringen? Victor hatte einst ein erstes Leben, unauffällig, aber erfolgreich. Im Job wie auch schon als Student, als Sportler und Schüler. Doch schon immer gibt es auch Merkwürdigkeiten in seinem Leben. In der Grundschule, also im Alter eines Schuljunge, habe ich immer gemeint, hier in der Klasse ist die Welt in Schwarz-Weiß. Und draußen, wo die Fahrradfahrer sind, die Autos, die Fußgänger, die Läden, dort ist die Welt in Farbe. Und das war für mich eine reine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich auch nie gefragt, würden andere das auch so erfahren? Das war für mich so klar wie das Amen in der Kirche. Und ich war auch der Meinung, ich brauche nur zu warten und dann kann ich von der Welt in Schwarz-Weiß rübergehen in die Welt von Farbe. Ja, leider Gottes hat sich herausgestellt, dass es nicht so einfach war, weil kurz danach, sprich während der Abiturzeit, habe ich angefangen zu stottern in der Klasse und auch recht plötzlich. Und ich wusste nicht, wieso. Und ich wusste auch nicht, was ich machen konnte. Und diese... Ein Arzt zu Rate ziehen oder sonst was. Victor ist zwar anders als die anderen Kinder, aber an eine psychische Erkrankung denken die Eltern zu der Zeit nicht. Er hat sich sehr, sehr hohe Anforderungen gesetzt. Viel zu hoch. Der wollte alles wissen. Alles auf den Grund gehen und sich verausgaben, perfekt zu sein. Und Angst hat ihn dann auch dadurch, sage ich mal, in eine Lage versetzt, die, ich möchte nicht sagen Existenzangst, aber doch Angst zu versagen. Als er sagte, ich ziehe nach Amsterdam, hatte meine Frau große Befürchtungen, dass er diese Stadt nicht packt. Dass es zu viel für ihn ist. Wir fahren mit Victor nach Amsterdam, wo er wohnt, als sein Leben aus den Fugen gerät. Mein Problem war, dass ich wegen Angst und Panikattacke nicht mit Menschen umgehen konnte. Wenn ich dabei war, einfach alltäglich einkaufen zu gehen. Und ein Bekannter kam auf mich zu und hat gesagt, hey Victor, wie geht's dir heute? Ich konnte nur denken, wie komme ich hier so schnell wie möglich weg? Es ist mir schon mal passiert, dass
neben mir jemand saß und gefragt hat, brauchen Sie einen Arzt, weil man gesehen hat, wie ich geschwitzt habe, dann habe ich gemeint, ich kann nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr zurück auf die Arbeit. Ich kann nicht mehr nochmal einen Tag anfangen. 10 Jahre lang lebt Viktor in diesem Viertel von Amsterdam. Ohne seine Familie, ohne Freunde. Seine Stimmungen kann er kaum noch kontrollieren. Dass man ihm vielleicht helfen könne, daran denkt er nicht. 1000 Mal bin ich hier durchgegangen, gelaufen mit meinem Fahrrad. Wenn ich zurückkam von Laufen, war das immer von daher. Und dann habe ich hier quasi so, hier war mein Finish. Und dann bin ich nochmal ein bisschen weiter gelaufen bis dahin, um ein bisschen zu cool down. Und war gerade genau, haargenau hier habe ich gelebt. Die Nummer 23. Diese Coffeeshop war auch schon immer da. Und ich habe mal irgendwann überlegt, anstatt dass ich auf mein Fahrrad Richtung Bahnhof gefahren bin, hätte ich vielleicht besser die Straße überqueren können in den Coffeeshop rein und mal eine rauchen. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Das wäre vielleicht die bessere Variante gewesen. Stattdessen geht es ihm immer schlechter. Das bleibt auch den Eltern nicht verborgen. Ich erinnere mich noch, dass ich nach Amsterdam fuhr, als er so schlecht war, dass er nicht aus dem Bett raus wollte. Und dann habe ich Stunden mit ihm gesessen, seinen Körper an mich gezogen, seinen Kopf gestreichelt, Musik gehört und ihm versucht zu trösten. Das hat ihm auch gut getan, aber da war er schon sehr weit weg. Aber wenn ich dann dieses Bild sehe, das war 3 Monate vor seinem Suizid, da sieht man nichts an ihm. Er sieht strahlend, blendend, selbstbewusst aus, aber in zijn Herz hat es dann doch nicht so geklappt. Auf diese Tag habe ich ihn noch morgens 10 angerufen. Leider hat er das Telefon nicht angenommen. Er sagte nachher, ich habe de zijn doorwaars, aber ich war schon von dieser Welt weg. Es ist der 12. November 1999. Ich weiß schon noch, dass ich die Tür zugemacht habe und wusste, jetzt mache ich die Tür zum letzten Mal zu. Ich bin auch nochmal schwimmen gegangen morgens. Und am Nachmittag bin ich hierher gefahren. Es wird so um die 2-3 Uhr gewesen sein. Bin dann hier mit der Treppe bin ich hochgelaufen und das war auch das letzte Mal im Leben, dass ich Treppen gelaufen bin. Ja, weil danach nie mehr. Das habe ich mir dann, das überlege ich mir jetzt gerade erst, aber ja. So, ob nach oben. Und dann bin ich in diese Richtung gelaufen. Der Zug kommt noch immer von dieser Richtung. Und auch weil es an einem Freitagnachmittag war und relativ viele Leute hier gewartet haben auf den Zug in diese Richtung. So, ich habe gemeint, ich gehe dorthin, wo es weniger Leute gibt. Sprich, am Rand vom Platz. Können wir noch mal zu der Stelle hingehen? Ja, ich kann es dir zeigen. Von diesem Bahnsteig fährt Viktor jeden Morgen zum Job. Sogar Ort und Uhrzeit für Viktors Tod hatten die beiden schon vereinbart. Und dann wird aus Wim dem Sterbehelfer Wim, der Lebensretter. Er schafft, dass bei Viktor ein Umdenken stattfindet. Ist das Weiterleben doch möglich? Nachdem er und Wim sich getroffen haben, unternimmt Viktor jedenfalls keinen Suizidversuch mehr. Er fängt nochmal an zu kämpfen. Diesmal mit Hilfe. Es folgen Jahre therapeutischer Behandlung, Gespräche, Auf und Abs und irgendwann dann die Diagnose, das sogenannte Borderline-Syndrom, eine depressive Persönlichkeitsstörung. Jetzt wird Viktor klar, die Krankheit sorgt für seine Angstattacken, die Schweißausbrüche, seine Sozialphobie. Die Krankheit macht es ihm unmöglich, Bindungen einzugehen. Die Krankheit aber kann behandelt werden. Am 20. September 2005, 6 Jahre nach seinem Selbstmordversuch, beginnt Viktors zweites Leben. Er bekommt endlich die Medikamente, die ihm helfen, zu überleben.
Die Wende in seinem Leben sorgt auch dafür, dass er beginnt, mit seinen Erlebnissen offen umzugehen. Wenn Menschen nach seinen Beinen fragten, erzählte er früher eine erfundene Geschichte von einem Motorradunfall. Heute spricht er offen von Krankheit und Verzweiflung. Dadurch ist er als Fachmann gefragt. Svea Seeler, eine Medizinstudentin aus Gießen, hat ihn eingeladen. Wir lernen die Fakten, wir lernen, wie viele Menschen sich probieren, das Leben zu lernen, zu nehmen. Wir lernen halt viel über Antidepressiva, aber letztendlich jemanden wirklich kennenzulernen, der unter dieser Krankheit leidet und der uns wirklich von seiner Lebensgeschichte erzählt und wirklich auch was hinterlässt in uns. Davon lernen wir einfach nichts im Studium. Genau, und damit gebe ich erstmal das Wort an Viktor. Ich bin hier, um eine Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, dass es damit für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich damals war, etwas einfacher wird, etwas leichter vielleicht, über deren ihre Probleme zu reden. Wie ist die Depression bei mir entstanden? Ja, ich war in der Grundschule, die Lehrerin hat gesagt, Viktor Staud, oh, guter Schüler, gute Note. Ich habe nur eine Frage, kann er auch lachen? Und ich fand es eine sehr komische Frage, weil ich war mir gar nicht bewusst, ich würde nicht lachen. Ja? Natürlich habe ich gelacht, nicht vielleicht immer in der Schule, vielleicht war ich einfach ernsthaft bei der Sache, seriös, wollte ich gute Note haben. Ja? Oder vielleicht hatte ich eine Art Leistungsangst, eine Angst zu versagen, ja? Eine Angst, die mich quasi verbot zu lachen oder Spaß zu haben während der Schulzeit. Die Studenten lassen ihn so schnell nicht weg. In der Kneipe wird er belagert. Das geht ihm in letzter Zeit oft so. Menschen, die selbst Suizidgedanken haben oder Angehörige, wollen seinen Rat. Ich bin natürlich überfordert. Es gibt schon einige Sachen, die ich mittlerweile weiß, worüber ich auch etwas erzählen kann. Aber die Erwartung, die werde ich natürlich nie gerecht. Ich habe keine Lösung für die Probleme. Und auch seine eigenen Probleme sind nicht völlig verschwunden. Die Schatten auf der Seele noch da, wenn auch kleiner geworden. Und deswegen ist Viktor nicht mehr oft in Amsterdam. Aber wenn er hier ist, trifft er Henry, den Polizisten. Der hatte ihn eines Tages angerufen, wegen des Zettels aus dem Krankenhaus. Ich bewahre ab und zu Dinge von meiner Arbeit auf. Also habe ich auch den Zettel als Erinnerung mit nach Hause genommen und nach langer Zeit beim Aufräumen wiedergefunden. Ich habe dann Viktor übers Internet kontaktiert. Da steht auf Holländisch, het spijt me, lees dit op een mooie dag. Es ist natürlich, man muss sich überlegen, schwer unter Schmerzmittel, ja. Ich schreibe mit rechts, rechter Arm war gebrochen, so mit links, ja. Und okay, aber auf jeden Fall, ich erkenne die Wörter. Viktors Worte, es tut mir leid, lesen Sie das eines schönen Tages. Geschrieben am Tag nach seinem gescheiterten Suizid. Und Zeugnis einer besonderen Verbundenheit. Der Selbstmörder und sein Retter. Ist das für dich, wenn du Henry triffst, auch so ein Stück? Dieser Junge erinnert mich an mich selbst. Als kleines Kind war ich unbeschwert, sorglos, frei. Dann ging alles furchtbar schief. Ich wurde krank, ohne dass ich wusste, was da mit mir passierte. Nicht körperlich krank, ich war immer fit, sportlich. Ich habe nie geraucht. Aber in meinem Kopf machte sich ein Nebel breit. Alles wurde immer dunkler. Bis ich schließlich überlegt habe, wie kannst du dich heute umbringen? Viktor hatte einst ein erstes Leben,
Unauffällig, aber erfolgreich. Im Job wie auch schon als Student, als Sportler und Schüler. Doch schon immer gibt es auch Merkwürdigkeiten in seinem Leben. In der Grundschule, also im Alter eines Schuljunge, habe ich immer gemeint, hier in der Klasse ist die Welt in Schwarz-Weiß. Und draußen, wo die Fahrradfahrer sind, die Autos, die Fußgänger, die Läden, dort ist die Welt in Farbe. Und das war für mich eine reine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich auch nie gefragt, würden andere das auch so erfahren? Das war für mich so klar wie das Amen in der Kirche. Und ich war auch der Meinung, ich brauche nur zu warten und dann kann ich von der Welt in Schwarz-Weiß rübergehen in die Welt von Farbe. Ja, leider Gottes hat sich herausgestellt, dass es nicht so einfach war, weil kurz danach, sprich während der Abiturzeit, habe ich angefangen zu stottern in der Klasse und auch recht plötzlich. Und ich wusste nicht, wieso. Und ich wusste auch nicht, was ich machen konnte. Und diese beiden Fragen, worauf es keine Antwort gab, da wächst Verzweiflung. Und ich war noch richtig jung insofern, dass ich nicht sofort an den Tod gedacht habe, aber sogar in diesem Alter habe ich mich schon gefragt, wie soll das denn weitergehen? Viktors Eltern leben in einer Kleinstadt am Niederrhein. Ein niederländisch-deutsches Paar. Lange haben sie gezögert, ob wir sie überhaupt besuchen dürfen. Die Geschichte ihres Sohnes ist das schmerzhafteste Kapitel in ihrem Leben. Vater Ed Stout erinnert sich an Sorgen schon um den kleinen Viktor und an Versuche, ihm zu helfen. Als wir in Den Haag lebten, wirkte er manchmal auch ein bisschen angeschlagen. Ein bisschen, wenn man sagen kann, sehr empfindlich, verletzbar. Und also irgendwie, was wir nicht genau wussten, was war. Dann haben wir gesagt, wir müssen hier weg. Wir wollten sowieso da irgendwann mal umziehen, aber Viktor war doch ein Faktor, der dort wichtig war. Ich bin mit ihm da spazieren gegangen, da kann ich mich genau gut daran erinnern. Und er war so traurig und dann sind die Tränen ihm so im Gesicht gewesen und war auch blass. Und habe ich gesagt, ich hole dich hier raus. Ich hatte das Gefühl, dieses ewige Rasen von Autos und die ganze Atmosphäre ist nicht gut für ihn. Und da sind wir aufs Land gezogen. Erstmal scheint es dem Jungen dort besser zu gehen. Sie züchten Schafe. Viktor liebt die Tiere und kommt in ihrer Nähe zur Ruhe. Doch auch auf dem Land fallen den Eltern immer wieder Verhaltensweisen ihres Sohnes auf. Manchmal hockt Viktor sich hin, steckt den Kopf zwischen seine Beine und sucht die Dunkelheit. Ein Punkt, dass ich sage, hier geht es nicht gut. Eigentlich nicht. Es hat sich so im Laufe der Zeit, auch wenn er älter wird, ab und unten. Wir haben sehr viel immer gesprochen, immer viel telefoniert und so weiter. Im ganzen Umfeld haben wir eigentlich eher später bemerkt, dass vielleicht Dinge anders waren als bei anderen, dass er ein bisschen mehr zurückgezogen war, manchmal ruhig oder still in einer Ecke, aber war für uns kein Anlass zu sagen, es stimmt etwas Gravierendes nicht und wir müssen dort irgendwie... immer genommen und da war er wieder weg, weil er hat natürlich sehr viel, wie heißt das, Morphine oder er war nicht ganz... Aber das war ein Moment, vergesse ich niemals. Da kann man wirklich, nachts kommen die Bilder wieder oben. Ja, grausamer geht nicht. Meine Mutter nimmt meine Hand und sagt, ich muss dir sagen, lieber, der Zug ist über deine Beine gefahren und sie sind weg. Ich bin schockiert, völlig überrumpelt von der Vorstellung, keine Beine mehr zu haben. Ich weine. Ich bin angekommen bei dem Kapitel 0 meines Lebens. Was ich bei Viktor wel hat, Viktor hat überlebt. Dadurch ist das auch für mich eine besondere Erfahrung. Ich bin direkt am nächsten Tag zu ihm ins Krankenhaus gegangen, weil ich wissen wollte, wie es ihm geht.
Dort habe ich auch seine Eltern getroffen und alles wurde dadurch gleich noch ein bisschen persönlicher. Ich hatte den Eindruck, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Also fühlte ich mich beruhigt. Der Polizist, der als erster bei dir war, ist hier, sagt meine Mutter. Du kannst jetzt nicht sprechen, weil du einen Schlauch im Mund hast. Meine Mutter gibt mir einen Schreibblock und einen Stift. Ich nehme den Stift in die linke Hand und sie hält den Schreibblock fest. Ich schreibe, es tut mir leid. Lesen Sie das eines schönen Tages, Viktor. Sieben Wochen liegt Viktor in der Klinik, bis er körperlich stabil ist. Als er aus der Klinik entlassen wird, nehmen ihn seine Eltern mit zu sich nach Hause und pflegen ihn. Und zu der Zeit, dass Viktor da war, also hier war, 3 Monate, dann hat diese Musik uns auch... Viktor aber will nicht leben. Viktor will sterben. Und er flüstert dir ins Ohr, Papa, hilf mir. Ich will nicht mehr leben. Papa, du bist mein Vater, ich liebe dich. Du liebst mich auch. Das ist jetzt deine Aufgabe. Du musst dafür sorgen, dass ich das jetzt nicht weiter durchstehen muss. Und dann habe ich, tust du es bitte für mich? Da habe ich gesagt, ja, ich tue es für dich, unter Tränen. Du kennst doch Leute. Er hat ja, also in der Sportschule finden wir vielleicht jemand oder sonst was. Bitte tu es, versprich es mir. Und da musste ich ihn belügen, ja, ganz klar. Der Vater verspricht seinem Sohn, ihm beim Sterben zu helfen. Und weiß doch, dass er dieses Versprechen nicht halten kann. Irgendwann ist das auch Viktor klar. Er sucht nach einem Sterbehelfer, einem Professionellen. Nach jemandem, der ihm tödliche Tabletten besorgt. In Holland ist das möglich. Schließlich wird er im Internet fündig. Wim war der Einzige, der ernsthaft reagiert hat. Du bist auch, je bent ook de enige die ik überhaupt ontmoet heb destijds. Dat was absoluut kein, es gab keine andere Kandidaten. So, alle meine Hoffnung war auf ihm. Und anstatt dass er mir sofort etwas verkaufen wollte oder so etwas Ähnliches, so, das spricht sehr für ihn natürlich, hat er gesagt, ich möchte dich zuerst noch mal ein paar Mal begegnen. Einfach mal schauen und so weiter und so weiter. Und dann, wie gesagt, hat er im Endeffekt gemeint, nee, das kriege ich einfach nicht hin. So was ist es, ja? Ja, es war für mich eine neue Erfahrung. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Naja, die Erfahrung hat dazu geleitet, dass ich es nicht konnte. Auch wenn ich anderen beim Sterben geholfen habe, bei Viktor spürte ich noch Lebenswillen. Da habe ich ihm gesagt, das ist nicht dein Weg. Mach eine Therapie. Das ist der Deal? Ja. Wie wären Sie denn an die Pillen rangekommen? Ich konnte die kaufen. Zu der Zeit konnte man viele Pillen kaufen. Man konnte alles kaufen in Amsterdam. Und wenn du dich auskennst, dann weißt du auch, wo du die Pillen kriegen kannst. Und jetzt hier heute neben Viktor zu sitzen, was bedeutet Ihnen das? Ja, das ist Glück. Nach so vielen Jahren? Ich finde es toll. Doch an diesem Freitag im November gibt Viktor auf. So lange habe ich gekämpft, bis ich gespürt habe, es gab überhaupt keine einzige Hoffnungsschimmer mehr für mich. So weit war ich, dass ich gemeint habe, sogar atmen ist zu viel. Es war genau der gleiche Zug, der jetzt hierher kommt. Du siehst da, das ist ein Zug, der fährt hier jetzt durch mit relativ hohen Geschwindigkeiten. Ich habe mich nach vorne fallen lassen. Ich bin auch nicht getaucht, so wie manche Leute denken. Ich bin auch nicht gesprungen. Ich habe mich einfach nach vorne fallen lassen. Lag dann also über die Schienen, wirklich über den Gleis. Wird mich schon, das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich es überstanden habe,
zusammengezogen habe, habe den Zug dann gesehen, habe laut geschrien, das weiß ich noch, und dann gedacht, der Zug, ja, das passiert alles in, es sind nur Sekunden. Du riechst diese Feuerrost, diese Bremsbeläge, ein Schmerz, kannst dich auch nicht mehr bewegen. Du bist im Schock, schon mal von der Erfahrung an sich und dazu noch, dass du noch lebst. Weiß nicht, was zu tun, alles schmerzt, alles macht total Schockeffekt, der Zug bremst. 10 Sekunden später ist alles ruhig und ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei. Dieser Bahnhof gehört nicht zu dem Dienstgebiet von Polizist Henry Hendricks. Doch an Viktors Selbstmordtag fährt er mit seinem Kollegen zufällig in der Nähe Streife. Sie hören den Notruf des Lokführers und sind die Ersten am Einsatzort. Ich kam nach oben auf den Bahnsteig und habe dort einen Zug stillstehen sehen. Ungefähr 40 bis 50 Meter dahinter sah ich jemanden auf den Gleisen liegen unter einem weißen Laken. Und ein weißes Laken legen sie über jemanden, der tot ist. Aber ich dachte, ich muss doch kurz schauen, ob ich etwas tun oder helfen kann. Ich bin hingelaufen und ich meinte, etwas gehört zu haben. Und dann sah ich, wie sich jemand unter dem Laken bewegte. Da war klar, der lebt noch, dieser Mann ist nicht tot. Ich bin auf die Gleise gesprungen und habe das Laken weggenommen. Ich habe dann meinen Kollegen um den Riemen von seinem Gummiknüppel gebeten, denn die Beine des Mannes waren ja durch den Zug abgetrennt und ich wollte seine Beine abbinden, um die Blutung zu stillen. Und ich wollte seine Beine abbinden. Viktor hat sehr viel Blut verloren. Die Ärzte wissen nicht, ob er überleben wird. Sie informieren seine Eltern. Wo wir dann den Anruf aus Amsterdam bekamen, da habe ich meinen Magen entleert hier auf der Auffahrt. Alles rausgeworfen, bis nur die Magensäure nach oben gekrochen sind. Auch nicht mehr reingegangen, ein Glas Wasser trinken. Das ging nicht mehr. Wir waren gelähmt, wir waren kaputt. Dann setzen wir uns im Auto, wir fahren dorthin in der Dunkelheit, wir sprechen kein Wort. Wir kommen da. Und dann lag er auf der Intensivstation, Schläuche überall. Tagebucheintrag 5. März 2000. Ich höre eine Stimme. Langsam öffne ich die Augen. Alles um mich her ist verschwommen. Die Augen fallen mir zu. Als ich sie wieder öffne, ist da die Stimme meiner Mutter. Wir sind hier, Papa und ich. Dann sehe ich jemanden hinter ihr stehen. Es dauert etwas, ehe ich in der Person meinen Vater erkenne. Ich kann das im Grunde nicht umschreiben, das ist so grausam. Aber dann haben die Ärzte mir gesagt, er weiß noch nicht, dass er keine Beine hat. Dann habe ich erst unter die Decke selbst geguckt, weil das ist natürlich, ja. Und dann habe ich ihn mit seiner Hand Vorsicht festgenommen und gesagt, Viktor, du hast keine Beine mehr. Dann habe ich ihm nur so Vorsicht in die Arme.